Hallo liebe Kicket-Freunde, herzlich willkommen zu unserem Kicket-Tutorial, Kicket für Anfänger. Ja, ich hoffe, ihr konntet das letzte Video von mir nachvollziehen. Ihr habt auch mal selbst versucht, das alles, was ich gezeigt habe, mal selbst auszuprobieren. Ich hoffe auch, dass alles geklappt hat und deswegen möchte ich jetzt hier mit erstmal fortsetzen. Dazu starte ich einmal mein Kicket. Wir wollen heute damit beginnen, den Schaltplan zu erstellen für unseren Arduino Uno. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch mal kurz zeigen, wie ihr bis dato so gearbeitet habt. Irgendwo habt ihr ein Brettboard genommen und habt eure Schaltung auf solch ein Brettboard hier aufgebaut und zunächst einmal nachgeschaut, ob denn die Schaltung überhaupt so funktioniert, wie sie hier aufgezeichnet ist und ob die Funktion, die ihr haben wolltet, auch eigentlich gegeben ist. Wenn das dann gelaufen hat auf eurem Brettboard, dann wart ihr froh und glücklich. Nur wer möchte schon gerne irgendwo in seinem Haus so ein Brettboard hinlegen? Und deswegen werden wir uns das jetzt auf eine Platine erstellen, sodass wir am Ende dann eine saubere Platine haben, die wir dann auch durchaus mal unseren Kollegen oder unseren Freunden zeigen können. Doch bevor wir weitermachen mit dem Schaltplan, will ich euch nochmal so meine Arbeitsweise, meine Vorgehensweise hier mal zeigen. Natürlich kann ich mir jetzt Kicket öffnen und dann hier mit meinen Bauteilen beginnen. Ich gehe also hin und platziere hier meine Bauteile, verdrahte die alle. Ja, dann gehe ich wieder weiter und tue die anderen Schritte, die nötig sind zur Erstellung einer Platine. Dies geht in der Regel aber immer so meiner Erfahrung nach in die Hose, weil je nachdem, wie umfangreich euer Bauprojekt ist, sind das viele oder wenige Bauteile. Jetzt hier bei dem Arduino Uno sind es schon einige mehr und meine Erfahrung sagt mir, dass man ganz, ganz schnell hier beim Erstellen des Schaltplanes einige Bauteile vergisst oder gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen möchte ich euch jetzt mal Schritte zeigen, die euch das Arbeiten leichter machen und die auch Fehler ausmerzen, die hier beim Erstellen des Schaltplanes durchaus passieren können. Dazu habe ich mal Folgendes gemacht. Ich bin also hingegangen und habe mir erst einmal eine Liste gemacht von den Bauteilen, die ich benötige für mein Projekt. Ich habe hier also diese Liste erstellt und ihr seht hier, welche Bauteile ich da so benötige. Des Weiteren ist es natürlich so, wenn wir uns mal das Datenblatt des Mikrochips, also der auf dem Arduino Uno verbaut ist, das ist der sogenannte Atmel 328P. Ich habe mir hier mal aus dem Internet das Datenblatt heruntergeladen. Und hier in diesem Datenblatt sind natürlich alle Sachen drin, die den Chip betreffen. Und wenn ihr diesen Chip mal richtig ausreizen wollt, was Programmierung angeht, dann kommt ihr um dieses Datenblatt nicht drumherum. Denn hier stehen alle Dinge drin, die dieser Chip kann, was er kann, wie er es kann, was man da programmieren kann. Ich meine, der Nicht-Elektroniker oder der Nicht-Techniker, der wird hier wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das alles zu verstehen, was hier drin steht. Hier stehen zum Beispiel die Temperaturen drin, hier stehen die ganzen Workflows drin und so weiter und so fort, die Timer und all das, was dieser Mikrochip, der 328P, so innen drin verbaut hat. Unter anderem steht aber auch hier drin, und das ist für uns jetzt erstmal wichtig, die verschiedenen Bauformen, die es gibt für diesen Mikrochip. Und es stehen hier auch wichtige Dinge drin, wie die sogenannte interne
Aufteilung des Chips hier, die CPU, EEPROM, der Flash, wo der Speicher beginnt, bei welcher Adresse, wie die interne Taktung ist und wie das alle funktioniert. Nur dieses ist natürlich für Fortgeschrittene oder eben für den Elektroniker gedacht. Was uns jetzt interessiert, ist einfach die Bauform. Und hier haben wir schon unsere Bauform, die wir auch auf unserer Platine benutzen wollen. Und das ist die sogenannte DIP-Bauform. DIP steht für Dual in Package. Manche sagen dazu Maikäfer. Es gibt noch andere Bauformen für den 328P, hier zum Beispiel in MLF oder auch für manche schon bekannt hier in TQFP. Und das kommt darauf an, welchen ihr da jetzt benutzen wollt. Wir für unsere Projekte nehmen wir jetzt hier die Bauform DIP. Einfach auf einen Sockel zu stecken und man braucht da nicht viel Löterfahrung haben oder sonstiges. Und wie ihr hier seht, kommt der auch von der Firma Atmel. Die haben den entwickelt. Mittlerweile ist die Firma Atmel aufgekauft worden von Microchip. Das wird die PIC-Leute freuen, weil das war immer so ein Machtkampf zwischen Atmel, AVR hier und eben den PIC-programmierbaren Mikrochips. Aber das nur am Rande. Und ihr seht jetzt hier auch gleich die einzelnen PIN-Bezeichnungen. Nehmen wir mal hier den PIN 1. Der wird hier vom Hersteller als PC6 und der PIN 2 als PD0 bezeichnet. Die ersten Pins werden mit der Buchstabenkombination PD. Dann geht es weiter mit den nächsten, das wäre PB. Ein einzelner hier, dieser 1er, ist der PC6. Der hat die Funktion Reset oder eben einen Interrupt. Hier in Klammern stehen dann noch die sogenannten Zusatzfunktionen, die dieser PIN dann eben kann. Es ist wichtig, dieses Datenblatt zu haben. Wenn ihr in Google geht und mal eintippt, Datenblatt Atmel 328, dann werdet ihr fündig werden. Meistens sind das PDF-Files, die ihr dann da downloaden könnt. Und wir haben ja auch schon in unserem Ordner, ich schließe das mal hier, Dokumente, KiCad, und da gibt es ja diesen Ordner Datasheet und dort habe ich ihn mir schon mal platziert, denn in Zukunft werde ich mehrere Projekte machen, nicht nur jetzt hier unseren Arduino Uno nachbauen. Deswegen habe ich mir das Datenblatt hier mal downgeloadet und hier in unseren Ordner Datasheet gespeichert. Ich kann das auch mal öffnen und das ist dann eben so, dass man dann hier das gleiche Blatt erhält. Hier neben hat man noch, wenn man den richtigen PDF-Betrachter nimmt, die einzelnen Sektionen und einzelnen Informationen. Aber für uns ist erstmal rein technisch jetzt nicht alles so relevant. Ich gehe mal weiter hier hoch, ganz am Anfang, und hole mir nochmal das PIN-Layout heraus. Hier seht ihr also das PIN-Layout von der Bauform DIP, die wir benutzen wollen. Und wenn ihr euch hier mal die PIN-Bezeichnung anguckt, dann werdet ihr feststellen, oh, auf meinem Arduino Uno, den ich bei eBay gekauft habe, werden diese PIN-Bezeichnungen nicht mit angegeben, weil die Arduino Foundation sich für diese Pins hier eigene Namen ausgesucht hat. Und zwar nennen die das hier zum Beispiel D0, D1, D3 und so weiter. Und sie nennen die analogen hier zum Beispiel den PC0, den PIN 23 von dem Chip A0. Nur wenn wir gleich im Schaltplan diesen Mikrochip platzieren werden, dann ist es so, werdet ihr nicht die Arduino Foundation PIN Bezeichnung bekommen, sondern die vom Hersteller. Und wenn ihr dann im Schaltplan diesen Mikrochip verdrahten wollt, dann werdet ihr ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich schließe das jetzt hier nochmal und dann habe ich mir Folgendes erstellt. Und zwar hier so ein Sheet, hier so ein Bild, das kann man im Internet bei Google finden.
Das ist ein Bild, das kann man sich downloaden. Ich habe das hier in Excel gemacht und dann habe ich hier nochmal in dieser Spalte hier gesagt, hier ist die PIN-Bezeichnung, die Originale hier vom Hersteller und daneben die originale PIN-Bezeichnung auch vom Hersteller mit dessen Bedeutung und hier ganz rechts, was das zum Beispiel auf unserem Arduino Uno sein wird, ja. Also hier PD0 ist dann der D0 auf dem Arduino und so weiter und so fort. Und ich habe mir das hier mal so als Hilfe gemacht, damit ich gleich sehen kann anhand meiner Tabelle hier, was denn eigentlich was ist. Sonst wird man in die Irre geführt, denn die PIN-Bezeichnungen vom Hersteller werden euch als Laien wahrscheinlich nicht viel sagen. Deswegen habe ich mir das mal hier so zusammengestellt. Das habe ich mir also so mal angefertigt. Aber jetzt ist es so, dass dies hier eine Excel-Tabelle ist. Und da ich Excel-Tabellen meistens nicht in KiCad auf dem Schaltplan hier platzieren kann, damit ich das hier sehen kann, habe ich eigentlich Folgendes gemacht. Ich bin hingegangen und habe dann hier von dieser Tabelle einen Screenshot gemacht mit einem Capture-Programm. Bei mir ist das hier Flame und damit kann man dann hier, wenn ich dann hier den Rahmen ziehe, hier aus dieser Tabelle ein Foto erstellen, dass ich jetzt hier mal speichere in Bilder, Screenshot nenne ich das mal. Da ist es. Da ist also jetzt ein Bild gemacht worden von meiner Excel-Tabelle, wo ich dann hier die einzelnen Pins sehe. Und jetzt kann ich eigentlich Folgendes tun. Ich gehe in meinen Schaltplan und klicke einmal hier unten an der rechten Seite auf diesen Fotoapparat. Platziere den mal hier außerhalb des Sheets hier so auf die linke Seite und klicke einmal, dann öffnet sich hier mein Explorer und jetzt gehe ich mal hier hin und ich suche mal den Ordner Bilder und da ist mein Screenshot drin und nun kann ich das hier mal platzieren und jetzt ist es natürlich sehr klein. Dazu gehe ich dann in den Mauscursor, gehe da drüber über dieses Bild, drücke einmal die E-Taste für Editieren. Und hier kann ich jetzt das Bild skalieren. Hier steht jetzt 1,0 und ich mache jetzt mal testweise 2,0, drücke dann OK und ihr seht dieses Bild, was ich jetzt auch mit der Taste M wie Move bewegen kann. Und dann gehe ich wieder zurück in den Cursor-Modus und kann jetzt hier auch reinscrollen, als ob das eigentlich nichts anderes wäre wie ein elektrisches Bauteil. Ich scroll das mal so, dass das passt. So, jetzt gehe ich nochmal drüber, drücke nochmal die Taste E für Edit und mache es nochmal ein bisschen größer. 2,5, drücke dann OK und jetzt ist es schon wieder ein wenig größer. Ich gehe drauf, drücke die Taste M und kann das Bild dann dorthin platzieren, wo ich es gerne hätte. Ich würde mal sagen, ich platziere es jetzt mal hier so an die Seite. Nachher können wir das wieder weglöschen, denn das brauchen wir ja nicht, um das jetzt hier in unser Projekt aufzunehmen, sondern das ist einfach nur eine Hilfe, damit ich gleich bei der Verdrahtung von dem Mikrochip weiß, welcher Pin an welchem Pin dann verdrahtet werden muss. Des Weiteren habe ich mir in meinem Excel-Sheet noch eine zusätzliche Tabelle gemacht, wo die ganzen Bauteile drin stehen, die ich für mein Projekt benötige. Und natürlich auch hier stehen die Bauteile und hier stehen die Werte der Bauteile. Die habe ich mir so mal erstellt und hier in der Spalte habe ich schon die Footprints, die ich natürlich weiß, ihr wisst die nicht, weil ihr noch Anfänger seid, aber das könnt ihr euch dann für spätere Projekte merken. Und hier habe ich dann eine Spalte gemacht, hier, wenn ich dann die Bauteile platziert habe, kann ich sie hier abarbeiten oder abhaken. Ich habe im Schaltplan jetzt meine ganzen Kondensatoren platziert, dann schreibe ich einfach dahinter hier in dieser Spalte OK, dann gehe ich weiter und so gehe ich die ganzen Bauteile durch und wenn hinterher hier überall OK steht, dann bin ich hier auf der richtigen Seite. So viel dazu. Ich lasse die Tabelle im Hintergrund mal offen und wechsle erst einmal wieder zu meinem Schaltplan.
und fange jetzt an, die Bauteile zu platzieren. Aber zuvor wollen wir hier unser Feld wieder ausfüllen, dieses sogenannte Beschriftungsfeld unten rechts. Und das geht ja, indem ich hier oben auf Seite einrichten klicke. Dann habe ich hier oben das Datum vom heutigen Tag. Ich kann das hier übernehmen. Dann schreibe ich hier die Version rein, Version 1.0. Dann den Titel, da schreibe ich Do It Yourself für DIY Arduino Uno. Hier schreibe ich die Firma rein, das Smart Home Yourself. Hier kann ich reinschreiben, Design bei Jürgen und Daniel. Mehr soll es auch nicht sein. Und dann klicke ich einmal und wenn ich hier unten dann reinzoome, sehe ich das Design bei Jürgen und Daniel, dann den Titel dieses Projektes, das Datum und mit welcher Version von KiCad das hier erstellt wurde und welche Version meine Platine denn nun hier hat. Das erscheint im ersten Moment unwichtig, das hier einzutragen. Aber es kann ja durchaus möglich sein, dass ihr zu späteren Zeitpunkten Verbesserungen vornimmt und so weiter. Und dann habt ihr mehrere Schaltpläne und ihr wisst hinterher nicht mehr, welches was ist oder welche Version das denn nun gerade ist, das ihr da geöffnet habt. So, wir beginnen also damit, jetzt hier die Bauteile zu platzieren. Meine Hardcopy von meinem Excel, das stört mich ein wenig. Im Moment brauche ich es ja nicht, deswegen sage ich mal hier, drücke die Taste M und schiebe es mir mal ganz weit an die Seite, so dass ich es jetzt erstmal, wenn ich dann hier oben den Schaltplan zentrieren lasse, erstmal nicht sehe. So, ich fange damit an und schau mal nach, welche Bauteile ich als erstes benötige. Das wären dann also hier die Kondensatoren und dazu brauche ich 4 Stück, C1, C2, C3, C4, C5. Das heißt also, ich brauche da 5 Stück von den Kondensatoren. Die hole ich mir jetzt mal hier herein, indem ich dann hier rechts auf Bauteile klicke und mit der Maus innerhalb des Schaltplanes. Und ich gebe mal ein C für Kondensator und habe dann hier schon den richtigen. Es sind alles ungepolte Kondensatoren, also keine Elektrolytkondensatoren, sondern einfache Kondensatoren. Und ich sage jetzt mal OK. Und dann habe ich es hier schon an meinem Mauszeiger und ich platziere es einfach mal irgendwo hier unten im Schaltplan. Und wie gesagt, ich brauche 5 Stück davon. Ich klicke dann, bin immer noch im Bauteilmodus, klicke irgendwo an einer freien Stelle, sage dann nochmal C, hole mir den zweiten Kondensator, platziere ihn daneben. Oder alternativ, das hatte ich ja schon mal gezeigt, zoome ich ein wenig hier mal hinein, gehe mit der Maus über eine dieser Bauteile, drücke die Taste C für Copy, mache dann eine Copy, gehe dann nochmal drauf, C gedrückt, Copy, nochmal, C gedrückt, Copy, so. Und ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 mal einen Kondensator platziert. Jetzt wechsle ich wieder in meine Excel-Liste und kann jetzt hier sagen, die sind platziert. Die nächsten sind auch platziert. So, und ihr seht jetzt hier den Sinn, ja. Ihr werdet ganz schnell, wie gesagt, bei Erstellung des Schaltplanes ein Bauteil vergessen und ihr merkt es nicht. Deswegen hier die einfache und leichte Methode, sich hier so eine Liste zu machen, vorher, bevor man mit dem Projekt anfängt. Und dann kann man die hier alle abhaken. So, das nächste Bauteil, was ich brauche, ist D1. Das wäre eine LED. Die werde ich jetzt platzieren und dazu gehe ich wieder in meinem Schaltplan. Achte darauf, dass ich hier auf den Bauteil hinzufügen Button geklickt habe. Gehe dann in meinen Schaltplan
und drücke die linke Maustaste und gebe mal hier ein LED. Ich bekomme schon eine LED angezeigt. Hier gibt es noch mehrere Symbole, aber ich benutze immer hier das einfache Symbol LED. So, ich sage OK und habe sie jetzt hier an meiner Maus. Ich rotiere sie auch einmal, also die Taste R, und platziere mir das am besten erstmal hier unten drunter. Jetzt gehe ich wieder zurück in mein Excel-Sheet und sage auch hier platziert. Jetzt gehe ich hin und mache das nächste Bauteil. Das ist ein Pin-Header, also wo ich später dann den FTDI-Programmer anschließen kann. Das ist nichts anderes, wie ihr so auch von eurer Platine kennt. Das ist einfach eine Stiftleiste, die ich da jetzt auswählen werde. Also wie gesagt, eine Stiftleiste, und wer jetzt nichts damit anfangen kann, den werde ich kurz zeigen, was ich jetzt platziere. Das sind einfach hier, wenn ich jetzt hier mal hineinzoome, hier diese ausgeführten Pins, wo ich dann später meine Dupont-Kabels aufstecken kann. Das ist hier mit Pin-Headers gemeint. Die möchte ich da jetzt gleich platzieren. Dazu klicke ich wieder hier auf Bauteile hinzufügen, klicke in den Schaltplan und gebe mal ein Connector. Und jetzt suche ich mal Connector Type. Das müssen ja männliche sein. Und zwar schaue ich noch mal nach in meinem Excel-Sheet, wie viel der haben muss. Das ist also Pin-Header 1x5, also ein Reich mit 5 Pins und 1x5 männlich, das wäre dieser. Dann sage ich OK und platziere den mir hier unten neben den Kondensatoren hier hin. So, dann hätte ich den auch schon mal platziert und kann sagen, hier abhaken, platziert. Der nächste ist auch wieder ein Pin-Header, ein Reich 8 Pins, auch männlich, den werde ich jetzt mal platzieren. Also wieder mal Bauteilsymbol hinzufügen. Ich gebe mal ein Connectors 1x8. Ich suche den hier in der Liste. 1x8 Male oder Female, also es sind weibliche oder männliche. Wir brauchen die männlichen. 1x8, das wäre dieser. Und platziere mir den genau daneben. Jetzt machen wir weiter. Wir gucken erstmal wieder in unser Excel-Sheet. Sagen hier, den 1x8 haben wir platziert. So, der nächste wäre 1x6 und der übernächste ist auch 1x6. Das heißt also, ich kann 2 Stück platzieren. Ich gehe wieder zurück in meinen Schaltplan und anstelle von immer hier auf diesem Icon hier klicken, kann ich auch einfach, und das solltet ihr euch angewöhnen, hier die Tastatur benutzen. Ihr geht also mit der Maus hier in euren Schaltplan und drückt 1x A und schon öffnet euch die Schaltplanbibliothek. Und ich gebe wieder einen Connector und da sage ich dann Connector 1x6 Mail. Das wäre dieser, und sage OK, platziere ihn den und kann diesen, weil ich ja 2 Stück von den 1x6 brauche, gehe ich mit der Maus hier drüber, drücke die C-Taste für Copy und mache mir hier jetzt eine Kopie davon. So, ich gehe wieder zurück in mein Excel-Sheet und kann dann hier sagen platziert. Und der nächste ist ja genau baugleich, sage ich auch platziert. Jetzt kommen wir zur Versorgungsspannung. Das hier, dieses Bauteil, das ist so eine Art Lüsterklemme für die Printmontage. Das nennt sich Terminal Block. Und zwar brauche ich da einen von. Ich gehe also wieder zurück in meinen Schaltplan, drücke hier wieder die Taste A und gebe mal ein Terminal Block. Und hier sehen wir das schon, das wäre jetzt ein Einer. Ich brauche 1x2, das wäre dieser hier. So, den werde ich jetzt platzieren. Ich habe ihn hier an meiner Maus kleben. Ich scroll mal ein bisschen hinein und platziere mir den auf dieser Seite hier. Gehe jetzt wieder zurück hier für den Terminal Block. Platziert. Nächste ist dann
nochmal ein Pinheader für Ground Terminal und das ist ein Pinheader auch 1x6. Den haben wir aber schon in unserem Schaltplan drin. Und zwar hier unten haben wir den nochmal, da 1x6. Gehe drauf, sage Copy und mache noch einen dabei. Jetzt habe ich diesen auch platziert. So, der ist also abgehakt. Jetzt kommt das nächste Bauteil. Das sind Widerstände R1 und R2. Und darunter habe ich noch einen Widerstand. Also sind es insgesamt 1, 2, 3 Widerstände, die ich jetzt noch platzieren muss. Gehe zurück in meinen Schaltplan, drücke die A-Taste und sage hier R wie Resistor. Da habe ich schon einen. Ich brauche davon aber 3 Stück. Ich platziere die mal hier hin. Gehe hin und sage Copy. Nächste. Nochmal C, Copy. So, und habe alle 3. So, dann kann ich die beiden hier auch abhaken. Platziert, platziert. Jetzt kommt das nächste Bauteil, was ich benötige. Und dieses Bauteil ist der sogenannte Reset-Taster. Button-Switch, denke ich, heißt das. Also gehe ich nochmal zurück in meinem Schaltplan und sag mal A und gib mal hier ein Button-Switch. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier in der Liste den richtigen finde. So, nach langem Suchen habe ich ihn endlich gefunden in der Schaltplanbibliothek von DigiKey. Die hatten wir ja auch letztes Mal installiert. DigiKey Tactical Switches und dann gleich hier der erste. Ich kann das mal ein bisschen größer machen, dann kann man hier auch das Symbol jetzt sehen. Das ist also das richtige Schaltsymbol, was ich da benutzen möchte. Und ich sage jetzt hier, okay, und platziere mir den hier mal auch zu meinen Bauteilen. Dort ist er. Das ist einfach ein Drucktaster, so ein kleiner. Wenn wir uns den mal auf der Platine ansehen, dann seht ihr ihn hier oben rechts. Das ist so ein kleiner Button, den ich da benutzen möchte. Ja, wie gesagt, die Suche des richtigen Schaltplansymbols hält schon ein wenig auf. Ich kann jetzt hier auch sagen bei dem Schalter, dass er platziert ist. Und als nächstes kommt unser Hauptdarsteller, der sogenannte Atmega 328P im DIP-Gehäuse. Und ich werde mir diesen jetzt in der Bibliothek aussuchen. Und zwar hier, ich mache wieder A, drücke ich auf der Tastatur, Atmega, da, wenn wir Atmega schreiben, findet er schon den richtigen 328PU. Den möchte ich gerne benutzen. Es gibt auch noch andere Schaltsymbole hier für PU. Dieses hier, das gefällt mir nicht so gut. Ich mag es, wenn die Anschlüsse alle hier auf einer Seite sind. Also dieses Symbol hier, Atmega 328PU, das werde ich benutzen und das befindet sich auch in der Bibliothek von DigiKey. Das sehen wir hier oben, DK, Embedded Microcontrollers und dann in dieser Zeile hier Atmega 328PU und diesen möchte ich gerne benutzen. Ich klicke OK und sehe jetzt gerade, dass er an meinem Mauszeiger hängt und ich platziere ihn mir schon an der richtigen Stelle, wo ich ihn auch später haben möchte, hier auf der rechten Seite. Und wenn ich reinzoome, dann sehen wir hier unsere Pins. Soweit so gut. Ich gehe nochmal zurück in mein Excel-Sheet und sage auch hier, den habe ich platziert und es bleibt mir dann nur noch ein Bauteil über und zwar dieses letzte hier, Crystal. Das ist der Quarz und der sollte 16 MHz hinterher betragen. Also ich gehe dann wieder zurück zu meinem Schaltplan, drücke wieder A und sage hier nicht Quarz, das wäre ja Deutsch, das muss ich leider in Englisch eingeben. Crystal und wir sehen hier gibt es verschiedene, es gibt diesen hier, es gibt diesen. Wir benutzen hier den einfachen Crystal, das wäre dieses Schaltsymbol mit 2 Anschlüssen, das ist okay. Ich sage okay
und platziere ihn mir jetzt hier, auch hier unten neben meinen Bauteilen. Jetzt bin ich mit der Platzierung der Bauteile, denke ich, fertig, denn das war der letzte. Ich schreibe hier nochmal rein platziert und kontrolliere nochmal, ob ich auch keinen vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Bin dann somit hier erst einmal fertig und ich sehe hier meine ganzen Bauteile, die ich platziert habe. So, jetzt kommt der Teil, der besonders schön ist, und zwar die Bauteile jetzt hier auch mal richtig zu platzieren. Ich fange mal an hier mit dem Mikrochip, mit dem Atmega, und gehe mit der Maus mal da drüber, drücke die Taste M und bewege ihn mal so, sagen wir mal, etwas nach links hier hin und fange jetzt an, hier meine Pins zu platzieren. Ich brauche einen 5er, das wäre dann dieser hier. Ich gehe mit der Maus drüber, drücke die Taste M und platziere mir den mal hier oben so hier hin. Das ist der Pinheader, wo ich dann später den FTDI-Adapter anschließen werde, um den Atmega dann programmieren zu können. Ich gehe dann nochmal und zoome dann mal rein und da steht jetzt hier Connector 01x5. Das heißt, er ist einreihig und hat 5 Pins. Ich gehe mit der Maus da drüber und drücke einmal die Taste E für Edit und ihr seht, hier öffnet sich so ein Fenster und ich schreibe gleich mal die Bedeutung hinein, und zwar FTDI Programmer. So, ich klicke dann einmal auf OK und ihr seht, dass dieser Pinheader jetzt hier den Namen FTDI Programmer bekommen hat. So, als nächstes brauche ich einen Pinheader für die Arduino Pins Pin 0 bis Pin 7, das ist also ein 8er. Ich hole mir jetzt hier den 8er, drücke die Taste M und kopiere mir den hier unterhalb von dem, so dass die genau fluchten. Ich gehe wieder mit der Maus da drüber und drücke die Taste E und benenne den jetzt Arduino Pin 0 bis 7. So, an diesen Pinheader werden dann also die Arduino Pins 0 bis 7 ausgeführt. Deswegen habe ich den jetzt so benannt. Wie ihr den im Endeffekt benennt, soll euch überlassen sein. So, dann geht es weiter mit einem 6er Pinheader. Ich guck mal, habe ich hier noch einen? Jawohl, da ist er. Gehe drüber, drücke die Taste M und platziere mir den dann auch unter den anderen drunter. So, ein kleiner Abstand. Achtet drauf, dass diese Pins hier untereinander schön fluchten. Das kann man ja wunderbar mit diesem großen Fadenkreuz durchaus exakt platzieren. Und ich gehe nochmal mit der Maus über diesen Pinheader drüber, drücke die Taste E, lösche das hier jetzt mal weg und nenne das dann Arduino Pin. Das wären dann die Pins 8 bis 13. Da bin ich richtig. Und hole mir jetzt den letzten Pinheader für die analogen Pins. Und das wären beim Arduino 0 bis 5 sind 6. Also brauche ich hier einen 6er. Ich gehe drüber, sage M wie Move auf der Tastatur und platziere mir den mal genau dort drunter. Klick, dass er da platziert ist. Gehe mit der Maus drüber, drücke die Taste E und nenne das Ganze jetzt Arduino Pin A0 bis A5. Das wären dann 6. Okay, und es steht auch schon hier. Ich werde das noch mal ein bisschen mit M nach unten hin platzieren, so dass hier immer eine schöne Lücke bleibt. Schönheit ist hier alles. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen eitel da drin, dass auch ein Schaltplan gut aussieht. Von der Funktion her mag es zwar so gehen, aber ich bin immer dafür, dass es gut aussieht. So, den letzten Pinheader, den wir noch über haben, das ist auch ein 6er. Das ist dieser. Ich sage M wie Move und platziere mir den mal hier auch so schön so darunter. Und das ist ein
Pin, wo ich dann später eben 5 Volt, also 3x 5 Volt für die ersten drei Pins, beziehungsweise 3x Ground abgreifen kann von meinem Arduino Uno, damit ich da eventuell Displays oder sonst was mit Power versorgen kann. Und diesen Pinhänder gehe ich drüber, drücke die Taste E und nenne diesen mal Power und Ground. Und ich sage jetzt hier mal OK. Ach, nennen wir den noch Power und Ground Terminal. So, dann sieht es ein wenig besser aus. Ich zoome hier oben mal den gesamten Schallplan in die Mitte und dann kann ich schon sehen, wie das so von der Platzierung her geht. Okay, die gesamten Pinheaders hier könnten etwas näher zum Atmega hin. Deswegen gehe ich hier oben, achte drauf, dass ich hier oben im Cursor-Modus bin, markiere mir das mit gedrückter linker Maustaste einmal und dann habe ich sie alle am Haken und dann platziere ich sie mal so ungefähr, dass das so ein bisschen schöner aussieht. Als nächstes gehe ich mal hin und nehme mir mal hier meinen Quarz, also meinen Crystal. Ich gehe drüber, drücke die Taste M und platziere den mal. Das ist ja ein Quarz, der den Takt hinterher für unseren Arduino liefert mit 16 MHz und der sollte nach Möglichkeit keine langen Leiterbahnen haben. Ja, das führt zu großen Problemen bei der Taktung von dem Mikrocontroller. Also nachher bei der Platinenerstellung bitte darauf achten, dass der Footprint und da, wo er aufgelötet wird, möglichst kurze Leiterbahnen hat. So, ich platziere ihn mal an Pin 9 und 10, so, und lasse ihn erstmal da. Dann nehme ich mir 2 von meinen Kondensatoren. Erstmal hier das erste, drüber gehen mit der Maus und dann M drücken für Move. Und ich nehme den mal hier oben neben den Quarz, rotiere mit der Taste R so, dass die Bahnchen dort jetzt auf einer Ebene sind, so. Dann nehme ich mir den zweiten Kondensator, sage auch wieder M wie Move und platziere ihn dann mal hier unten drunter, indem ich ihn nochmal rotiere. So, jetzt habe ich das schon mal platziert. Ich kann dann weitermachen. Dazu nehme ich mir mal jetzt meine Spannungsversorgung. Das war ja hier unten der Screw-Terminal, also die Lüsterklemme, die da auf der Platine platziert wird. Ich sage mal M wie Move und werde sie mir mal an dieser Stelle platzieren. Und zwar rotiere ich dazu noch einmal mit R. Als nächstes dann meinen Switch-Button, also meinen Reset-Knopf. Und ich platziere mir den mal, sage ich mal, hier oben hin, so an dieser Stelle. Wenn ihr mehr Übung habt, wie gesagt, werdet ihr das hinterher auch selbst herausfinden. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, wo man die Bauteile innerhalb hier des Schallplans platziert. Zum Beispiel diesen Kondensator, der wird ja dann mit einem dieser Pins hier irgendwo verdrahtet gleich. Und es wäre ja blöd, wenn ich den nachher hier mit meinem Quarz verdrahten soll, wenn ich diesen dann nehmen würde und hier hinten hin platzieren würde. Dann müsste ich hier eine Wire ziehen, die hier rumgeht und bis dahin und so weiter. Deswegen Bauteile, die hinterher zusammen verdrahtet werden, sollten nach Möglichkeit dort platziert werden, wo sie dann auch hinterher nur kurze Wege haben. Aber da kriegt man hinterher auch eine gewisse Routine drin. Als nächstes nehme ich mir mal einen meiner Widerstände hier, sage M wie Move und platziere diesen Widerstand mal hier unten an der Ecke, so hier hin. Ihr werdet nachher sehen, was das für ein Widerstand ist, wenn wir an die Verdrahtung gehen. Dann brauche ich noch mal einen Kondensator und den platziere ich mir mal hier oben in der Nähe meines Tasters, so dass diese beiden Pins hier fluchten. So, dann brauche ich hier auch noch mal einen anderen Kondensator. Das nehme ich mal hier unten weg und den platziere ich mir hier oben hin und rotiere ihn einmal so ungefähr in dieser Stelle hier. Vielleicht werde ich das eine oder andere gleich noch mal sagen beim Verdrahten, was die einzelnen Bauteile eigentlich hier für Aufgaben haben. Aber wie gesagt, das ist nicht Teil dieses Kurses, euch hier eine Einführung in die Elektronik zu geben. Aber ich werde es vielleicht gleich machen, dass ich da genau sage, für was diese Bauteile denn da sind.
Wir machen mal weiter und ich nehme mir hier nochmal einen Kondensator und den platziere ich jetzt mal hier an dem Atmel dran. Ich muss ihn nochmal rotieren und platziere diesen mal eben dorthin. Und jetzt gehe ich mal weiter und schaue mal, wie das Ganze jetzt in der Gesamtüberblick aussieht. Ja, das ist soweit okay. Hier diesen Screw-Terminal, den kann ich nochmal umbenennen. Ich gehe mal mit der Maus drauf, drücke die Taste E. Er soll nicht Screw Terminal heißen, sondern das wird ja hinterher unsere Versorgungsspannung. Und da gebe ich mal ein Versorgungsspannung. Damit da auch jeder Bescheid weiß, heißt diese Klemme jetzt Versorgungsspannung. Hier oben den Schalter, den nenne ich auch um, drehe mit der Maus drüber und sage E. Und er soll jetzt nicht diese Nummer beinhalten, sondern Reset. Und ihr seht jetzt, er hat den Namen Reset. Jetzt gucken wir nochmal nach, was wir als nächstes platzieren wollen. Und wir wollen dazu jetzt unsere Leuchtdiode platzieren. Ich gehe mit der Maus wieder drüber, drücke die Taste M und platziere sie mir mal hier an dieser Stelle. Ich muss sie dazu mal rotieren. Dann habe ich jetzt hier meine Anode und hier ist die Kathode auf der rechten Seite. Jetzt merke ich gerade, dass ich hier noch Bauteile über habe. Aber wenn ich das richtig sehe, habe ich schon alle Bauteile, die ich benötige, platziert. Das heißt, dass diese Bauteile, die hier noch über sind, eigentlich gar nicht benötigt werden. Das hat zur Folge, dass mein Excel-Sheet, wo ich ja gerade immer nachgeschaut habe, gar nicht stimmt. Das hat den Grund, dass ich dieses Excel-Sheet nicht selbst erstellt habe, sondern von einem Kollegen erstellen lassen habe, der wahrscheinlich einen Fehler begangen hat. Aber ist ja nicht schlimm. Ich markiere sie mir hier mit einem Rahmen und drücke einmal die Entfernen-Taste und schon sind sie weg. Sollte ich sie benötigen, kann ich sie ja zu jedem Zeitpunkt wieder hinzufügen. Das wäre zunächst einmal dieses und wir werden jetzt erstmal dazu übergehen, diese Pinheaders hier, die einzelnen Pin der Pinheaders auch nochmal zu beschriften. Und wir fangen dazu an. Hier haben wir ja den FTDI-Programmer, also die Pinheader mit 5 einzelnen Pins, der für den FTDI-Programmer hinterher benutzt wird. Und wir wollen jetzt hier beschriften, was die einzelnen Pins von diesem Pinheader eigentlich für Signale führen. Dazu wechsle ich einmal hier auf der rechten Seite zu diesem großen T für Text, gehe jetzt hier hin, klicke irgendwo hin und dann öffnet sich hier so eine Textbox und der erste Pin soll sein meine 5 Volt. Okay, und ich platziere mir die 5 Volt hier links neben diesen Pin. Dann klicke ich auf der linken Seite des nächsten Pins und das soll jetzt sein RX für Receive. Und ich klicke OK und platziere mir das hier links neben meinen Pin. Als nächstes klicke ich nochmal. Der nächste Pin ist TX für Transmit, also Sender. Und ich platziere mir den mal neben dem Stift 3 und gehe dann hin zu Stift 4 und das ist das Signal DTR. Das wird benötigt, Freunde, auch wenn das viele abstreiten. Wenn ich einen Arduino programmiere über einen FTDA-Adapter, dann sorgt das DTR-Signal dafür, dass es synchronisiert wird. Das DTR-Signal zieht diesen Reset-Pin vom Atmega erstmal auf Ground. Das hat zur Folge, dass der Atmega resettet wird und eine Synchronisation stattfindet zwischen dem FTDI-Adapter und dem Atmega. Das Signal DTR, da steht nichts anderes hinter wie Data Terminal Ready. Viele behaupten, dass man dieses Signal weglassen kann zum Programmieren des Atmegas. Aber da sage ich aus Erfahrung, das geht in die Hose, weil dann bekommt ihr in euer Arduino IDE hier in dieser eine Fehlermeldung Sync Error und ihr könnt euer Programm nicht uploaden auf den Mikrotyp. Ihr bekommt immer diesen Fehler Sync Error.
Nachher bei der Verdrahtung werdet ihr das auch sehen, dass dieses DTR-Signal wichtig ist. Egal, was andere sagen, es ist wichtig. Es synchronisiert nämlich den FTDI-Adapter, den ihr euch kaufen solltet, mit dem Takt von dem Arduino oder beziehungsweise von dem Atmega. DTR wäre dann hier der Pin 4 und der letzte Pin, das wäre dann hier Ground. So ausschreiben oder eben ganz einfach GND und dann hierhin. Was hat das für einen Sinn, die Pins zu beschriften? Ja, stellt euch vor, vielleicht könnt ihr euch das noch alle merken, welcher Pin hier auf dem Schaltplan welches Signal führt. Aber wenn ihr hinterher mal Hilfe braucht für größere oder auch dieses Projekt in Foren und ihr ladet da diesen Schaltplan hin, dann muss der Betrachter auch gleich sehen, was für Signale sollen denn im Endeffekt hier an diesem Pinheader anliegen. Und wenn man das beschriftet, sehr schön, dann weiß jeder sofort, aha, hier dieser Pinheader ist der FTDI-Programmer und an den einzelnen Pins hängen halt die und die Signale dran. Und dann kann er den Schaltplan auch verstehen und auch lesen. So, gehen wir weiter zu unserem nächsten Pinheader. Und zwar liegen dort später die Arduino-Pins 0, also D0 bis D7 an diesen Pins dran. Aber ich sehe gerade, dass die Nummerierung von oben nach unten geht. Ist nicht so weiter schlimm, aber ich habe mir im Laufe meiner Arbeit angewöhnt, immer von unten nach oben zu nummerieren. Wie schaffe ich das jetzt, dass dieses Schaltplansymbol jetzt von unten mit der niedrigsten Nummer nach oben aufsteigt? Das geht ganz einfach, indem ich mit dem Cursor so über diesen Pinheader gehe und dann einmal die Taste E drücke und dann habe ich hier auf der rechten Seite hier in diesem Fenster Spiegelung an der X-Achse bzw. Spiegelung an der Y-Achse. Ich klicke natürlich die X-Achse an und sage OK. Hier seht ihr jetzt, dass die Beschriftung auch nach unten gerutscht ist hier. Arduino Pin 0 bis 7, aber auch die Nummerierung jetzt in umgekehrter Reihenfolge ist. Wenn ich die Beschriftung wieder nach oben haben will, geht das auch ganz einfach. Ich gehe mit der Maus drüber, klicke die Taste M und ziehe es mir einfach wieder hier nach oben hin. Aber die Nummerierung ist weiterhin von unten nach oben. Das gleiche möchte ich auch jetzt hier für die anderen beiden Headers haben. Einmal hier für Arduino Pin 8 bis 13. Da möchte ich die Nummerierung auch andersrum haben. Ich gehe drauf, drücke die Taste E für Edit, sage Spiegelung an der X-Achse, OK. Jetzt wandert die Beschriftung natürlich hier an die Seite. Ich gehe drauf, drücke M wie Move und ziehe sie mir einfach hier wieder schön nach oben. Das gleiche mache ich dann auch hier. Zumindest für meine Digital-Pins 0 bis 7, dann weiter 8 bis 13 habe ich jetzt hier die richtige Reihenfolge und auch für meine Analog-Pins, Analog-Pin 0 bis 5, ist es auch jetzt hier von unten nach oben aufsteigend. Ich habe es mir so angewöhnt, muss man nicht machen, aber ich rate euch, macht es so, ist auch so ein bisschen Schönheit und Standard in der Schaltplanerstellung, dass man das so macht. Jetzt haben wir soweit alles vorgegeben. Jetzt gehe ich hin und beschrifte auch hier diese einzelnen Pins 0 bis 7. Wie gesagt, ich gehe wieder auf mein T wie Text, gehe auf den ersten hier neben, drücke ihn und sage hier Arduino Pin 0, klicke dann OK. Und damit es jetzt ein wenig schneller geht, mache ich erstmal Folgendes. Ich könnte jetzt hier wieder klicken und dann hier Arduino Pin 1 und so weiter. Aber ich mache in der Regel Folgendes. Ich gehe hin über den ersten Schriftzug, sage C wie Copy und kopiere mir das erstmal hier so hin. Dann wieder C, Copy, positioniere mir das. C, Copy, C drücken und nochmal daneben und zum Schluss nochmal C-Copy daneben. Jetzt heißen die natürlich alle Arduino Pin 0, das kann nicht sein, deswegen gehe ich auf den ersten drauf, drücke E und lösche jetzt hier
und schreibe hier oben ins Feld 1, drücke dann OK, gehe auf den nächsten, sage E wie Edit, sage PIN 2, OK, nächste PIN 3, OK, den nächsten wäre PIN 4, OK, der nächste ist PIN 5, OK, und der nächste Edit PIN 6, OK, und der nächste ist PIN Nummer 7, OK. So, ich habe jetzt hier alle Pin-Headers beschriftet. So, kommen wir hier zum letzten Pin-Header. Und zwar ist das ja der Pin-Header, der hinterher uns 3x5 Volt bzw. 3x Ground liefern soll. Dafür ist dieser Pin-Header ja gedacht. Hier ist die Nummerierung wieder falsch herum für mich. Ich gehe also mit der Maus einmal drüber, ohne etwas zu drücken. Drücke dann die Taste E und sage dann auch hier Spiegelung an der X-Achse. Jetzt hat er natürlich die Beschriftung hier hingetan. Ich drücke M für Move und lege sie mir wieder hier oben drüber. Das gleiche gilt für die Referenzbezeichnung, die soll hier hin. Dann fange ich auch hier an, die Beschriftung, indem ich auf das T klicke, dann einmal hier an der rechten Seite klicke und dann hier schreibe GND, klicke das hier hin. Die ersten drei sollen ja Ground werden, also C für Copy. Der zweite soll Ground werden und der dritte auch Ground. Der nächste soll werden 5 Volt, also klicke ich 5 Volt, platzieren mir, sage C wie Copy, kopiere nochmal C Copy und kopiere ihn nochmal dahin. Und schon habe ich auch diesen Pin-Header jetzt beschriftet und jeder, der diesen Schaltplan später sieht, weiß, was das hier alles ist oder was das zu bedeuten hat. Was mir noch nicht ganz gut gefällt, ist die Platzierung. Das ist mir hier alles noch zu eng zueinander, die ganzen Pins. Ich gehe jetzt hier oben rechts in den Cursor-Modus, markiere mir den gesamten ersten Pin-Header mit allem drum und dran und ziehe mir etwas nach oben. Den nächsten markiere ich mir auch und ziehe ihn auch noch etwas höher, sodass das so ein bisschen besser aufgeteilt wird. Der letzte gefällt mir auch noch nicht ganz. Und ich achte immer darauf, dass die Pins hier alle schön untereinander sind, dass das auch vom ersten Eindruck aus gut ist. Sollte der gesamte Bereich noch irgendwie nicht mittig sein, markiert euch alles und platziert ihn in der Mitte eures gesamten Schaltplanblattes, so dass es optisch auch ein schönes Bild ergibt. Und dann ganz wichtig, was ich auch immer vergesse, ist, speichert hier oben links in der Ecke ab und zu mal, denn nichts ist schlimmer, wenn man sehr weit gekommen ist und euer Rechner geht dann aus. Ich meine, KiCad geht hin und tut alle paar Minuten auch hier speichern. Das kann man einstellen, wie oft er das tun soll. Muss mal eben gucken, wo das versteckt war, diese Einstellung. Hier unter Einstellung allgemein, hier steht automatisch speichern und bei mir steht sogar hier 0 drin. Der würde also nie automatisch speichern. Deswegen setze ich das hier mal hoch. Ich sage, speichere alles immer alle 5 Minuten. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn auch mir ist es schon passiert, dass irgendeiner einen Kurzschluss im Haus gemacht hat und dann war alles weg und ich durfte wieder von vorne beginnen. Das ist nicht sehr schön. So, alles sieht ziemlich gut aus. Bis auf hier sehe ich gerade, hier bei diesem Kondensator ist die Referenzbezeichnung so ein bisschen im Hintergrund. Ich gehe in den Cursor-Modus und versuche dieses Mal zu verschieben. Drücke mal die Taste M wie Move und jetzt erkennt KiCad nicht ganz genau, was ich eigentlich bewegen will. Will ich das Bauteil, also den Kondensator bewegen oder möchte ich die Referenzbezeichnung bewegen? Die liegen hier so untereinander und das mosert KiCad jetzt hier an. Das heißt mosert, er zeigt an und fragt mich jetzt, was möchtest du bewegen, nachdem ich die Taste M gedrückt habe. Ich sage natürlich Referenz und kann jetzt hier dieses C hier oben hin kopieren und dann habe ich es hier platziert. Also wenn Dinge
übereinander liegen und Keycat nicht gleich erkennt, was ich eigentlich mit M wie Move bewegen will, kommt da so eine Liste heraus. Ja, ich tue das nochmal ein wenig besser platzieren. Hier mit Referenz und sag mal, es soll hier so erscheinen. Das ist ja für dieses Bauteil hier unten. Und mach das gleiche mit dem anderen auch. Und dieses hier Move durch ein bisschen nach unten. Betrachtet alles nochmal, ob ihr irgendwas noch verschieben wollt. Ich habe hier diesen Referenzbezeichner J-Fragezeichen. Der gilt hier für diesen Pinheader und der sitzt hier unten. Ich nehme sie und setze sie einheitlich immer so auf dieser Höhe. Das obere setze ich mal. Das ist ein schlechter Platz, weil hier habe ich den Pin nachher zum Verdrahten. Deswegen sage ich nochmal Move und setze die mal so da drüber. Schau mir das alle nochmal an. Auch hier habe ich noch einen Kondensator und da gehe ich auch hin und tue den Referenzbezeichner nochmal mit Move auch hier an dieser Stelle hin. Auch bei diesem Kondensator hier oben mache ich das Gleiche. Ich positioniere ihn mal hier so recht und diesen auch mal an der richtigen Stelle. Jetzt sind sie alle einheitlich. Gefällt mir noch nicht ganz, wo hier FTDI-Programmer steht. Das ist hier so ein bisschen mit der 1 überlappend. Deswegen nehme ich diesen Text hier nochmal und schiebe ihn mal ein bisschen nach oben. Und mit der Verdrahtung werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Sorry, aber die Zeit rennt und läuft. Ich speichere nochmal und ich beende das Video jetzt mal hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um die Verdrahtung geht. Bitte macht die Verdrahtung jetzt nicht eigenständig von euch aus, weil da gibt es noch mal einige ganz, ganz wichtige Dinge. Ihr glaubt jetzt, dass ich jetzt hier anfange, alle Pins mit Wires zu verbinden. Nein, das tue ich nicht. Das macht man auch so nicht. Aber beim nächsten Mal werde ich euch erklären, warum man das nicht macht. Und wie man das dann anders macht. Deswegen jetzt hier noch zum Schluss die Bitte, bitte fangt jetzt hier nicht schon eigenständig die Verdrahtung an, weil beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man die Bauteile jetzt professionell verbindet. Ja? Also in diesem Sinne sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen, für euer Interesse, euer Jürgen.